Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Hunter Call of the Wild. Wie spät ist es denn? 18:14. Ich meine, man könnte gucken, ob man noch was erlegt, aber so richtig glaube ich es nicht. In jedem Fall sollte das meine ungefähre Richtung sein. Dämmerung. Vielleicht nicht die schlechteste Geschichte der Welt, aber oh ja, wir haben ja die 7 mm. Das Richtige für einen Hasen. Ich glaube, ich probiere das einfach mal in die Richtung zu gehen. Ah, ich sehe, wir haben gar keine Munition in der Waffe. Ist natürlich schlecht. Das ist natürlich you know, schlecht. I spotted some tracks earlier, close to where you're at right now. I'll send the coordinates. Bitteschön. Okay, hier ist Action, aber warum? Muss ich erstmal ein bisschen eindieseln? Wahrscheinlich deshalb, ja? Ne, Elchgebiet. Elch. Roosevelt. Weißwedel. Okay, dann gehen wir in die Richtung. Ich weiß allerdings nicht, ob die 7 mm. Schauen wir mal ins. Nochmal aufs Inventar. 4 bis 9. Ja. Passt. Ich dachte, was? Moment, die könnte zu wuchtig sein. Ich finde diese Markierung von den Bedürfniszonen ein bisschen zu prominent. Also ich würde gern sehen, was da ist, und dieses Zeichen von der Bedürfniszone ist ein bisschen, ist für mein Bedürfnis too much. Aus dem Grund mache ich auch immer den Marker immer mal gerne wieder weg, weil ich finde, dass der alles überstrahlt. So, wo sind jetzt meine Leute? Muss mir natürlich auch überlegen, wie ich dann später mal dahin komme.
So, okay, der scheint weg zu sein, der Hirsch. Tja, das ist unser vorletzter Tag hier im Revier. Sechster Tag. Und dann geht's. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, nochmal nach Hirschfelden. Das hatten wir in unserer ersten Season auch so gemacht. Erst Leighton Lake, dann Hirschfelden. Und ich freue mich da schon drauf. Insbesondere auf die Schweinejagd. So. Ich glaube, jetzt wird es wirklich zu dunkel. Ich höre es hier überall noch rascheln. Aber ich glaube, auch für euch beim Zuschauen ist das nicht so toll, wenn es so finster wird. Es gibt Spiele, da kann man das nicht vermeiden. DayZ zum Beispiel. Oder auch State of Decay. Da ist nun mal ein großer Teil des Games so angelegt, dass man dann nachts spielen muss. Finde ich auch immer ein bisschen schade. Teilweise ist es auch bei The Long Dark ziemlich dark. Aber hier habe ich ja die Wahl. Ich kann ja das Set aufstellen. Am Morgen weitermachen. Ja, das werde ich jetzt tun. Hier hüpfen noch ein paar Hasen rum. Dann machen wir ein kleines Nickerchen. Ich hoffe, wir haben noch genug Credits. Ja. 188 Jahre schon noch haben. Sagen wir mal bis 5:51 Uhr. Nee. 6 Uhr.
Ausgeruht. Morgen Kaffee getrunken. Und weiter geht's. So, dann schauen wir mal, was dieser letzte Tag bringt. Fünf Uhr bis 9 Uhr. Was haben wir da? Elch. Oh, das könnte was sein. Das für ein Gebiet steht nur Bedürfnisgebiet, aber wahrscheinlich ja ist die Futter so, so eine Pflanze. Da gibt's Losung. Und zwar, wo habe ich das gesehen? Hier. Alt, schade, sogar sehr alt. Da gibt es nochmal Losungen, würde ich auch nochmal checken. Uhr bis 12 Uhr, das glaube ich. Die nächste sinnvolle Location. Ich glaube, es wäre sogar noch effizienter, wenn ich öfter mal stehen bleiben würde. So ein Blick in die Runde.
Denn durch die Geräusche vertreibt man ja unheimlich viele Tiere. Also durch die Schrittgeräusche. So ein Elch mit der 7 mm zu schießen, das wäre eine feine Sache. Sehr alt, naja. Aber man hört auch nichts. Wirklich noch recht still. Sechsunddreißig. So, vielleicht sogar ein bisschen früh dran. Ja, der geht in die andere Richtung. Okay, frisch, damit kommen wir der Sache näher. Ja, man sieht plattgewalzt hier das Gras. Der könnte also in der Nähe sein. Das Ding ist, ich glaube, Bären hört man nur, wenn sie Warnrufe ausstoßen. Wenn man ihn nicht hört, könnte er quasi vor ihm sitzen.
so ganz schön. Der Untergrund so voller Zweige ist, dann frisch nach wie vor, okay. Ja, nur in dem Schleichgang werden wir ihn nicht einholen, es sei denn, er macht irgendwo eine Pause. Ist aber nicht schlimm, denn wenn wir uns so leise bewegen, könnten wir auch auf andere Tiere stoßen. Der Bär geht dort lang. So, da ist die Tränke. Geh ich mal in die Richtung. Ich weiß, der Bär könnte hier irgendwo sein, aber ich habe jetzt auch keine Lust, dem stundenlang hinterher zu laufen. So, die Annäherung hier an diese Tränkestelle ist nicht optimal. Weil wir wollen ja nicht durchs Dickicht und da plötzlich vor den Elchen stehen. Wir würden ja gern vorher was sehen. Deshalb weiß ich nicht, dass die beste Variante ist. Wir sind ohnehin ein bisschen früh dran, ja. Ja, ich glaube, hier geht der offizielle Betrieb erst los um 8.30 Uhr, okay. Ja, wir können ja mal auf die andere Seite rüberschauen.
Waren wir dann überhaupt schon? Könnte man einen kurzen Abstecher dahin machen. Mir gar nicht sicher, ob man das angezeigt bekommt, wenn man da noch nicht war. Ansonsten macht es natürlich Sinn, das Ding freizuschalten. Müsste eine Flagge wehen. Aber da weht keine. Oder? Sehr gut. Bis 12 Uhr, 11 Uhr bis 14 Uhr. Ja, ist wirklich ein sehr stiller Morgen. Immerhin gut, dass der Kojote uns nicht bemerkt hat. Der würde sonst keinen Brunftschrei ausstoßen. Könnte also sein, dass da noch andere Leute sind. Tatsächlich absolut nichts zu sehen.
Da gibt's Spuren. Da drüben ist das, steht da was? Nee, das ist die. Ach doch, da. Ja, das ist der meditative Aspekt dieses Games. Man muss wirklich die Ruhe weg haben. Hier wie ein Irrer durch die Gegend zu sprinten. Man treibt einfach nur die Tiere vor sich her. Bringt gar nichts. So, und schauen wir mal, ob wir einen geeigneten Spot finden. Wind ist gut. Die sind voll in der Brunft. Und hier raschelt da irgendwas. Das war jetzt ein Warnruf. Wo ist ein Kojote unterwegs? Okay, wir gehen mal auf Tauchstation. Oh ja, guter Spot. Könnte nur bisschen zu weit sein. Ich würde mir dann irgendwann auch mal den Entfernungsmesser zulegen. Keine Sicht hier aus der Position. Wie sieht es jetzt aus? Nicht viel besser. Schauen wir erstmal, wie weit die weg sind. 117 Meter, das ist jetzt okay, ist nicht zu weit. Aber ich liege viel zu tief. Ich würde auch aus der Hocke schießen. Ich befürchte einfach, wenn der Rand, wenn ich die das hier so sehe, dass vielleicht mein Schuss abgelenkt wird. Ja, ich riskiere es einfach. Da gab es irgendeine verrückte Form von Verzögerung, habe ich gemerkt. Schauen wir mal, ob das funktioniert hat.
Also, wie so eine Art Lag habe ich hier mitbekommen. Das dauert auch lange. Eigentlich müsste er jetzt liegen. Sieht man denn Inventar? Nee, das ist ja ein Ding. Okay, also kein Treffer. Doch, aber er wirkt angeschossen. Okay, probieren wir es gleich nochmal. Es war oben direkt auf die Brustwirbelsäule. Also ich weiß auch nicht, ich finde dafür, dass ich die Luftanhalten-Taste drücke, bewegt sich das Visier noch ganz schön hin und her. Keine Ahnung, ob das noch mal besser wird. So, schauen wir auf die Uhr. Also wenn es nicht innerhalb von 30 Sekunden rot wird, dann war das auch kein korrekter Treffer. Aber zumindest hat man ein Schusszeichen gesehen. Ja, und ich glaube, dass diese Position hier einfach. Ich meine, ich bin auch nicht ganz sicher. Da ist er. Okay, probieren wir es nochmal. Die Waffe ist ihm nicht. Jetzt liegt er. Die Waffe ist ihm nicht eingeschossen. Deshalb. Ja, war das natürlich alles andere als optimal. Nee, das wollte ich nicht. Wollte eigentlich nochmal hier durchs Glas schauen. Ah, es hat definitiv zu lange gedauert. Okay, dann gehen wir mal rüber. Also da gibt es definitiv Verbesserungsbedarf. Verstehe nicht. Eigentlich aus der liegenden Position. Er müsste so sauber rübergehen. Mich mal auf die Trefferzonen gespannt.
Ja, eine einschüssige Waffe ist natürlich nichts für den schnellen Nachschuss, aber dennoch bei der Wucht, die die Waffe hat, und ich fand eigentlich auch immer, ich weiß nicht, ob sie da was geändert haben, dass die super präzise war. Ich verstehe überhaupt nicht, was hier los ist. Schauen wir gleich mal. So. Das haben wir aufgenommen, ne? So. Er kam von rechts nach links. Deswegen meine ich genau. Müsste er nach we links weggelaufen sein. Ich glaube, er ist in die Richtung geflüchtet. Hier lang oder dort lang? Da liegt er. Ah, drei Schüsse ist zu viel. Zweimal nur getroffen. Und der erste und der zweite. Ja, immer noch Silber. Mich ja wirklich interessieren, dass der zweite Schulter bleibt. Okay, ich habe zu hoch gehalten. Ja, 155 Meter ist natürlich nicht wenig. Wie sieht es denn mit unserer Kohle aus? Wir sind wieder bei 1500. Ja, ich denke 8:30 Uhr. Wir kehren mal zu diesem Spot da hinten zurück. Vielleicht sehen wir ein paar Elche, die trinken. So, hier gab es Geraschel.
Da haben wir ihn. Also ich würde jetzt erstmal wieder die Standards probieren. Herz-Lungen-Treffer bzw. Lungentreffer. Möglichst seitlich. Oh, war das laut. Möglichst seitlich beider Lungen. Und wenn man dann ein bisschen genauer weiß, wie die Waffe schießt, könnte man ja ein bisschen experimenteller rangehen. Also diese Instant-Kill-Geschichte ist immer noch etwas, was mich interessieren würde. Was ich glaube, das kann man wahrscheinlich erst machen, wenn man tatsächlich die Nulldistanz als Fertigkeit freigeschaltet hat. Denn dann weiß ich ganz genau, da wird meine Kugel landen, wenn mein Tier so weit entfernt steht. Also von hier kam der Sound. Wind ist okay. Vielleicht war der Bulle auf dem Weg zu dieser Bedürfniszone. Denn die ist ja. Ne. Okay. So einen Zahn zulegen. Also er bewegt sich ziemlich schnell, das ist ein bisschen problematisch. Ich fürchte, er wird da nicht einfach stehen. Ich weiß jedenfalls, dass er von mir aus jetzt in Richtung rechts läuft. Zumindest glaube ich das. Ich bin natürlich auch ein Stück gelaufen. Könnte sein, dass da so ein bisschen eine Verzerrung drin ist, aber ich glaube, dass er nach rechts sich bewegt. Wie ist denn vor mir das Gelände? Ja. Komisch. Auch ein Witz, dass man ewig braucht, ehe man hier so einen Elchcaller freikauf, also freispielen kann. Sonst würde ich ihn jetzt mal rufen. So. Hier sind Spuren. Sind das meine Elchspuren? Ne, Kojote. Wo ist der Bursche?
Da lief was, aber sehr weit entfernt. Weibchen, Weibchen. Wo ist das Männchen? Da ist er. Oh, der ist, hat so ein bisschen Eile. Ich werde mal erstmal, vielleicht wittert der mich. Er wird uns nicht hören, aber... Holy smoke. Oh. Gleich die Kiste rausholen. Gleich nochmal. Kein Grund, sauer zu werden. Auch wenn ich euren Boss gekillt habe. Sich zu wenig. Ich glaube, die stehen dahinter. Ich sehe sowas nach dort, ja. Ich will bloß nicht durchs Geäst schießen. Ah, ist klar. So, das müsste funktionieren. Direkt hierher. Ein großer Fleck. So, wo ist jetzt meine? Hier ist hier. Ja, sogar ein Herztreffer. Na, ich hatte auch ziemlich tief gezielt. Sehr gut. Silber. Nehmen und ich glaube, jetzt liegt auch das zweite Tier.
Oh no. Ich kann schon mal wieder meine Medizintasche rausholen. So, mehr darf ich nicht schießen. Mir das die Bedürfniszonen zerstören würde. So, Instant Kill, sehr gut. Okay, jetzt wollen wir nochmal schauen. Könnte lang sein. Da gibt es noch mal eine Blutspur. Ah, ziemlicher Zickzackkurs. So, 25 bis 50%. Das sollte nicht mehr lange dauern. Da liegt er. Ganz gut. Lunge ist offen. Kundig. Sauber Treffer. 799. Wir sind jetzt bei 4400. Ja. Eine schöne Tour. Dann werde ich mal hier Set aufstellen. Hat mir sehr gut gefallen. Der Anfang war ein bisschen zäh, aber letztlich haben wir doch drei oder sogar vier, ja vier Tiere erbeutet. Ja, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch und ein Abo da lasst und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.